Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir werden heute noch ein kleines bisschen herumbasteln. Okay, ein kleines bisschen. Ich fürchte, es wird leider den ganzen Part überdauern. Aber dafür haben wir dann eine schöne Wald. Ja, verstehst? Eine ganz schöne Wald haben wir dann. Zumindest ist das mein Plan. Gut. Ja. Wie gesagt, ich möchte gerne noch bis da vorne hinbauen. Baumenü. Bau von der Menü. Ich musste das mal kurz wegnehmen. Das kommt nämlich bis ganz da vorne hin. Der eine kommt mal so hin. Wenn es halt hinhauen tut. Aha, ja. Ja, das passt schon so. Aber wenn sie nämlich da rauflaufen, ich komme nicht drüber. Verstehst? Darum machen wir das so. Ich nehme dir das auch weg. Obwohl du, würdest du bitte? Ich würde das gern. Und so, könntest du? Dann nicht. Dann nehme ich dir das halt weg. Dann nehme ich dir den halt weg. Ist mir auch recht. So. Wie weit geht der am Rand hin? Oh, da kann sogar bis... Da kann ordentlich weit rein. Ich würde sagen, machen wir das mal so. Wie schief ist das Ganze? Schaut gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen schief vielleicht, aber... Ah, na, das war zu viel. Okay, das schaut doof aus. Mit dem Felsen. Ein bisschen Felsen wird drinnen sein. Na, gar nicht mal. Gar nicht wahr. Na, jo, das schaut gut aus. Das gefällt der alten Zocki. Jo, haha. Jetzt bist du wieder daher. Alter, ich will das haben. Geh den da bewachen. Verstehe. Danke. Zu freundlich. So, den zweiten. Huch. Den zweiten wollte ich eigentlich ganz knapp zu dem ersten hier hinbauen. Ja, warte. So. Ja, fast perfekt. Ein Stück nach hinten müssen sie noch. So. Ich will sie halt genau auf der Kante stehen haben. Auf der Kante. Auf der Kante. So, ungefähr. Es schaut, glaube ich, besser aus. So. Ich glaube, es schaut besser aus. So, da kann jedenfalls keiner durch. Wenn jemand hier durch möchte, dann hier. Ich werde hier noch eins herbauen. Allerdings vielleicht auf der Seite hier. Das war jetzt beim Schutz dabei. Ich glaube hier. Der hier. So. Den hätte ich halt gerne noch da. Irgendwo. So. Den Test, ob hier wohl wirklich keiner vorbei kann. Nein, hier mal nicht. Da auch nicht. Steht da gut. Schaut nicht so schlecht aus. Passt. Hier kann man, wie gesagt, durch. Wer halt noch möchte. Ein Tor wäre halt nicht schlecht. Ein Tor? Ach, was soll's. Hat das Büro-Dingens hier drinnen Platz? Nicht wirklich, ne? Na. Da wären wir eben diesen Sicherheits-Dings hier. Der würde eigentlich hierher gehören. Den könnte man aber eigentlich, den Schreibtisch, den könnte man theoretisch... Na, hier wird ja scharf geschossen. Ich würde sagen, den tun wir daher. So. Ein Stück nach hinten, so vielleicht. Muha. Dann kannst du. Dann kriegst du. Klar. So.
Genau, dann kann er sich auch mal hinsetzen, der Gute. Sehr gut. Ich glaube, das kann man so lassen. So. Für unseren Schutz ist schon mal gesorgt. Dann, das heißt, wir bauen weiter. So. Underworld. Warte, was mache ich denn da? Ich depp. So. Verzeihung. Du. So. Warte, bevor wir das machen. Das Labor. Dexters Labor stellen wir hier mal hin. So. Die Betten hier sind halbwegs im Weg. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen doof. Macht nichts. Wir machen dafür hier, wir machen die Vault schön. So nebenbei. So. Da. Ja, so will ich das mal haben. Und jetzt können wir nämlich klasse um die Ecke bauen. Sollen wir hier jetzt auch doppelt? Na, nichts doppelschichtig. Na, nichts doppelt. Stopp. Bloß nicht doppelt. Was war denn das eigentlich? Ach so, das wäre so gewesen, wenn man doppelstöckig mit nochmal einen Stock drauf. Aha. Okay, na, das braucht man gar nicht. Ich mach's 0815 mäßig. Ihr seid sowieso mit Abstand die Bauprofis, keine Frage. Ihr kriegt das sowieso so schön hin, von dem kann ich ja nur träumen. Und das meine ich ganz ehrlich so. So. Stimmt, dann werden wir hier vielleicht, da hier ja die Tür führende Aufseherin ist, da kommt sie nicht weiter, ne? Aber sie könnte hier raus, dann können sie da hinten so herhuschen und dann, jetzt bin ich da, die Chefin ist da. Ne? Das könnten wir ja so machen eigentlich. Bauen wir hier noch eine Tür rein. Wow. Die Aufseherin ist dann der optimale Schreck. Also es ist nicht das grüne Manschkel-Schreck, sondern wirklich, wie sie eine Aufseherin sein soll. Sie kann sich nämlich hier hinschleichen und direkt dann in ihr Schlafgemach sich verschüssen. Wow. Das ist ja nicht schlecht. So, dann tun wir mal hier hin. Jo, wieso nicht? Boah, da geht es aber ganz schön weit nach vorne. Soll ich dann so breit bleiben? Beziehungsweise was könnte ich dann hier machen? Hier könnte ich Quartiere auch bauen. Schlafquartiere für Leute, die da hinten dann im Bergwerk arbeiten. Beziehungsweise die Security-Leute. Die werden hier ihr Schlafgemach kriegen. So schaut es dann aus. Halt, was ist denn das? Anklipseln. Ja. Ich glaube, ich stelle mich so hin. Ja. So ist besser. So. So. Stopp. Warte. Da werden wir nur Boden machen. Da werden wir nur Boden machen. Und die Zocki, also ich, habe da schon wieder eine Idee. Geht sich hier noch einer aus? Volle Hütten. Ja, das werden wir so machen. Warte. Warte. Der alten Zocki schwebt da schon wieder was im Sinn. Weil hier können wir nicht mehr hatschen, ne? So weit. Nicht unbedingt. Eine Wand wird zwar noch gehen, zahlt sich aber schon eigentlich nicht mehr aus. Und da können sie hier noch lang gehen. Die Füße abtreten und dann passt das schon. Dann brauche ich hier eine Ecke. Dann brauche ich hier eine Ecke. So. Eine flotte Ecke. Die hier. Warte, wie gehört sie? So normal, ne? Clip, 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 clip. Ja, genau. Ja. Die muss ich verschrotten. Na, die brauche ich nicht verschrotten. Halt. Die brauche ich nicht verschrotten, die kann da drüben hin. Aber eine Tür brauchen wir. Eine Tür, und zwar die hier. Klipsel, 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 mach Klips. Ach komm. So, schau, mach so. Brav. Dann würde ich sagen, können wir hier eventuell noch ein Fenster machen. So. Nein, können wir nicht, weil da brauche ich wieder die Ecke. Nee.
Nix mit Fenster. Ecke. So. Und da jetzt wieder gerade rauf. So, circa in etwa. Das hört sich mal an, als wenn ich den Christbaum hinstelle, hört sich das an, als wenn ich die gesamten Kugeln darauf zerstören würde. Das ist immer so traurig, wenn so eine Kugel kaputt geht. Und wir versuchen immer für uns, also fürs Private, ne? Da geben meine Schwestern vor allem, geben da so gerne Geld aus, um wirklich abwechslungsreiche Farbenkombinationen für den Christbaum zu haben. Keine Unmengen an Geld, aber manchmal ist halt auch ein gutes Angebot dabei, da stelle ich hin. Und da kriegt man echt, muss ich sagen, wirklich in der Tat ganz schöne, hübsche Kugeln. Aber wir verzichten auf Lametta, das muss ich gleich sagen. Lametta ist bei uns, nö, das haben wir nicht. Nicht, weil wir haben ja auch einen Stubendieger, einen zugelaufenen Kater. Ich muss echt mal Fotos machen, auf Facebook welche stellen. Jedenfalls, wir haben einen Kater, der hat viele, sehr viele Jahre. Und das muss so sein, im Wald gelebt. Warte mal, da wäre auch eine Seitentür. Warte, ich probiere mal was. Und dieser Kater ist jetzt, den haben wir quasi aufgenommen. Ah, da komme ich hier so nach hinten, das passt schon. Und ja, unser Stubendieger, der ist so dankbar dafür, dass wir ihn halt auch aufgenommen haben. Ja, dass wir auch natürlich dafür sorgen wollen, dass es ihm auch weiterhin gut geht, ne? Und ja, wie halt so Katzen sind, ne? Die Dankbarkeit zeigen sie ja oft und gerne mit diversen Geschenken. Wobei ich, wenn ich mich recht überlege, wenn ich es recht bedenke, der Kerl da schenkt uns eigentlich gar nicht so viel Überreste von Mäusen oder so. Der verputzt sie eigentlich zum Teil. Hier, freilich hier und da liegt schon mal was rum. Vor allem vor der Haustür. Aber jetzt so also in der Herbstzeit, da mag er nicht unbedingt so. Er ist ja auch schon ein bisschen ein älterer Kater. Kein junges Gemüse mehr. Aber man muss trotzdem sagen, trotzdem flink. Also noch gut zu Fuß. Gut zu Fuß, gut zu Pfote, vielleicht sagt man das so. Jo. Da. Bauen, 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 bauen. Weißt du, was ein bisschen nervig ist? Dass diverse Ghule nicht verrotten wollen. Aber ich glaube, der ist jetzt echt weg, oder? Oder habe ich den einfach zugebaut? Ich weiß es gar nicht. Ist eh wurscht. So, wir bauen da jetzt mal hier alles voll. Voll, voll, voll. So, ich stelle mich mal so hin. Also voll, voll, halt, so nicht. Voll, voll. Dann hier rauf. Was machst du denn da? Bau das doch schön hin, Mädel. Ich weiß, du kannst das niemals sehen, aber... Schau dir das an. Jetzt reiß dich doch mal zusammen, Gnädigste. So, geht ja. Alter, ich geb's gleich auf. Die Alte hat keinen Bock mehr, glaube ich. Die will wieder was umballern. Sie hat mir das schon vorhin gesagt, bevor ihr da, also bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Ach komm. So, dann mache ich das halt hier, wenn du so zickst. Selber schuld, so. 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 Katsching, katsching, katsching. So. Ja, bau nur wieder schief, hast eh recht. Katsching, katsching. Jetzt bauen wir das wieder schön. So. Boah, das ist echt viel, ne? Aber das Schöne ist, dass wir wirklich hier bauen können wie die Wahnsinnigen. Die Leiste dort oben, die grüne, die füllt sich gar nicht so schnell. Gott sei Dank. So. La, li, la. La, 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 la. La, 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 la.
Da, 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 da. Gleich haben wir es mal da herunten. La, la, la. Tada, das ist schon mal fertig. Ja, schaut ja schon nicht so schlecht aus. Wow. Sehr gut. Jetzt zur Decke eigentlich. Macht immer so komische Klickgeräusche. Ah, alles gut. Dann wollte ich hier noch die Wand bauen eigentlich. Ne? Ich will es mal probieren, ob das gehen tut. Hat die Maschine gerade schädlich gesagt? Ja. Wenn du nicht brav weiterspielst, dann wird das schädlich für dich. Ja, genau. Na, so klappt das nicht. Warte. So. Na? Ja. Ja. Naja, so circa in etwa. Halt. Na? Ja. Sollen Spielautomaten so blinken? Ja. Das ist ganz normal. Das ist ein älteres Modell. Die funktionieren so. Warte, hier wäre eine Tür. Wo tun wir hier die Tür hin? Die wäre hier schon praktisch eigentlich, ne? Hier die Tür. Dann hier wieder die Wand, aber schon die eckige. Die hier. Wieder gewonnen. So. Oder die hier. Mit Ding ist kaputt. Dem eigentlich. So. 1. Na komm. Bau nur. 2. 3. 1 noch normalerweise. So, dann wieder um die Ecke. So. Du hier. Ja, so funktioniert das gut. Jetzt komme ich rein ins Baudingens, ne? Ist eh klar. So, das Labor mal hier herstellen. Ich hoffe, die Powerrüstung ist mir jetzt nicht im Weg. So. Du bist mir im Weg wahrscheinlich, du Gerät. Du komisches Gerät. So. Nein, da. Vielleicht soll ich in eine zweite Tür reinbauen. So vielleicht. Ist das schlau? Ich hoffe. Jetzt haben wir hier eine Tür. Und da oben eine Tür, ne? Aha. Die müsste ich tauschen. Oder ich tausche die beiden. Das könnte ich auch machen. So, dann schaut es symmetrisch aus. Ich glaube, das ist die Powerrüstung im Weg, ne? Das Ding ist kaputt. Das macht immer so komische Klickgeräusche. Stimmt ja gar nicht. Na wohl, funktioniert. Das ist gut. So, ja. So schaut es ja schlecht aus. Wieder gewonnen. Perfekt, weil der Kerl, dann können wir den hier, den werden wir. Hat die Maschine gerade schädlich gesagt? So. Das schon mal, das passt schon mal gut. So, da können wir rein, dann hier, da haben wir breit zum Gehen, das schaut super aus. Hier haben wir sogar noch um eines breiter zu gehen, das passt ja auch nicht schlecht. Jo. Dann können wir hier ein bisschen Spaß lassen. Hier vielleicht dann noch die kleinen Zimmerchen für die Security-Leute bauen. Bis hierher. Da wäre auch noch nicht schlecht eine Tür rein.
Aber Büro ist halt nun mal so. Sonst könnte ich noch. Na. Irgendwann werde ich. Na, na, das passt schon so. So, entweder machen wir das die Tür hier hin. Und wir tauschen das nochmal. Sollen Spielautomaten so blinken? Na, ich lasse das so. Ja, die sollen so blinken, das ist so bestellt. Gut. Ja, ich tue schwer Zeit verdrödeln, Entschuldigung. Das macht immer so. Aber ich muss das mal hin und wieder mal anklubschen, was wir da so fabriziert haben. Ich würde auch sagen, wir lassen das hier groß. Den verschrotte ich jetzt mal. Da kommt jetzt ein anderes Teil her. Und zwar der da. Ja. Das schaut schon besser aus. Und wer weiß, vielleicht muss ich. Warte, Entschuldigung. Vielleicht muss ich ja hier. Ich studiere die ganze Zeit, ne? Ich überlege und studiere und zermarter mir mein Hirn. Ja, das gehört echt so. Die Wände sind doppelt dick. Die Wände sind einfach doppelt dick. Dann weiß ich auch schon, was ich falsch gemacht habe hier drin. Mit diesen Dingen. Ich meine, die passen. Aber hier müsste ich sie nach innen drehen. Die hier müsste ich so nach innen drehen. Und dann könnte ich da draußen noch eine Verkleidung anbringen. Oder ich bringe die Verkleidung einfach innen an. Aber dann müsste ich das hier auch fast nach außen. Dann dürfte ich hier nicht diese Wand bauen, sondern müsste eine doppelstöckige bauen. Sie drehen und dann verkleiden. Mit der hier verkleiden. Boah, da könnte man vielleicht sogar die Fehler, die ich hier gebaut habe, ausbessern. Wartet mal ganz kurz. Vielleicht. Boah, ich kann da gar nicht mehr. So krass. Jetzt. Vielleicht habe ich ja Glück und ich kann den Fehler, den ich hier halt gemacht habe, ausbessern. Irgendwie hat es da gerade Klick gemacht. Warte. Ja. Aber da oben will es nicht, ne? Oder doch? An einem gewissen Punkt vielleicht? Ah, das ist auch ein Phänomen, warum der außen anklipseln möchte, anstatt das innen zu tun. Wieder gewonnen. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Das Ding ist kaputt. Das macht immer so komische Klickgeräusche. Ah, da ist nichts kaputt. So, vielleicht aber jetzt. Ja. Aber da bleibt er verkehrt. Auf Biegen und Brechen will er da verkehrt bleiben. Sollen Spielautomaten so blinken? Und hier nochmal eine Tür, ne? Türrahmen eigentlich hier so, ne? Oder? Eigentlich schon, oder? Habe ich den vielleicht verkehrt gebaut?
Nö, oder? Warte. Okay, wegstellen kann ich ihn nicht. Gehört das dann so? Wahrscheinlich. Wird dann schon so sein. Schaut ein bisschen besser aus. Also 100% kriege ich es nicht hin. Wahrscheinlich, weil ich da die Ecke schöner machen müsste. Überhaupt eine Ecke. Boah, das wäre echt... Das werde ich dann irgendwann mal machen, vielleicht. Wenn ihr nicht zuschaut. Gut, dann gehen wir rauf in den ersten Stock. Na nun, da fehlt auch eine ganze Wand. Ich könnte hier wieder ein Fenster herbauen. Und hier zum Beispiel. Ui. Ein Plakat, ein schönes herbauen. So, da ist das Fenster. Einmal umdrehen. Genau da. Eine Lampe, okay. Na, das bringt sie nicht wirklich. Was? Nee, nee. Da machen wir zu. Schluss aus. So, warte. Du da. Nein, was? Du da. So. Und jetzt noch eine schöne Decke. Warte. Die war hier. Die warst du, glaube ich, ne? Oder zumindest irgendeine von euch da. War da nicht mal was? Eigentlich könnte ich das gleich... warte mal. Das müsste doch eigentlich klappen. Oder? Ruck. Nicht so. Dann reißen wir das raus und machen eine ganze Wand hin, dann ist es einfacher. Die da. So. Passt. Problem erkannt, Problem gelöst. So. So. Gut. Dann haben wir eben so hier, zack, zack, den Balkon. Den möchte ich gerne bis darüber gerne machen. Ehrlich gesagt, das heißt, du kommst erstmal weg. Puh, aber wohin denn? Wieder gewonnen. Wo könnte ich dieses Geländer jetzt hinstellen? Ich verwirr's. Tut mir jetzt gerade ein bisschen der Seele weh, aber weg damit. Weg damit. Da. Wer gehört dahin? Normal so ein Eckdingens. Oh. Dann eigentlich wieder sowas. Nochmal. Wow, so geht's auch. Na komm, Klebselding. Ja. Und da auch. Jo, müsste eigentlich passen. So, dann hier, ne, mit Balkon und so. Da drüben die Wand kommt weg. So. Die Wand. Braucht man nicht. Okay, da gehört verkleidet. Die wollen das schon so. Oh, ja, das ist normal. So, ja. So.
Nanu? Nanu? So, ja, ja. Klick, 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 klick. Da können wir nochmal die Ecke nehmen. So. Oder die will nicht. Warum? Vielleicht die einzelne lieber. Oder so. Einzelne Wand, wo du... Was? Hat das geklipselt? Tatsächlich. Ich glaube sowieso, ich habe da nämlich einen Pfusch gemacht. Jetzt bin ich doof. Wo ist denn die... Da ist sie. Ja, gut. Und hier... Selbe Phänomen wie vorher, ne? Ganz zu 100% passt die eine Wand da nicht. Die hier. Was? Hoppala. Wenn ich die jetzt nochmal verwerte. Die ganze Kacke hier. So. Und wenn ich jetzt mal angenommen... Wo bist du denn? Die hier... Die hätte ich gern da gehabt. Ach so, das geht natürlich nicht, weil natürlich... Du musst weg. Du musst weg. Irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Kannst du nicht schlafen gehen? Ich will nur ein bisschen handeln. Nein. Endlich kann die Arbeit in Vault 88 wirklich losgehen. Ich will da deinen Sessel, deinen Tisch weghaben. Siehst du, so dick gehört sie, doppelt. Das Ding ist kaputt. Das macht immer so. Das habe ich natürlich falsch gemacht. Weil ich schlau bin. Weil ich schlau bin. Da müssen wir halt zuerst die anderen Dingens machen. Hier zum Beispiel. Mach Klipselding. Wohl, das hätte war gerade grün. Oben würde es machen. Aber da hat er keinen Bock. Nicht nett. Wie wäre es zuerst mit der Wand hier? Ja. Die Wand. Na, würdest du bitte? Manche Wände, aus denen werde ich nicht schlau. Aus manchen werde ich echt nicht schlau. Was ist mit du? Das ist irgendwie voll komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Baue ich denn hier verkehrt? Es kann ja nur die Wand hier sein.
Wandmitte. Das Ding ist kaputt. Oben wird's gehen. Du bist gar nicht im Weg, ne? Dann verwerte ich dich jetzt mal. So. Das gibt's ja nicht. Dass das so rumzieht. Da will er die Wand verlängern. In die Wand. Die Wand. Okay, und jetzt? Da würde es übernehmen oder oben nicht. Das ist echt sonderbar. Naja. Was soll's. Ich habe sie jedenfalls wieder kaputt gemacht. Hat die Maschine gerade schädlich gesagt? Nein. Das ist mir echt gerade ein Rätsel. Dass manches nicht so gut hinhaut, ist echt gemein. Irgendwann. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier auch ein Eck machen hätte müssen. Warte mal, vielleicht hätte ich hier wirklich ein Eck machen müssen. Wo bist du denn, Eck? Da. Klipseln würde. Ja, so hätte ich es machen müssen. Nicht mit dem, sondern... Ich Idiot. Mit dem da. Das da oben. Ja. So schaut es nach was aus. So würde ich es dann schlussendlich doch noch hinbekommen, wie ich es gerne hätte. Boah, das ist aber echt viel Arbeit, das alles auszubessern. Na, jetzt spinnst du rum. Ja, würdest du? Hallo? Ja. Das darf nicht wahr sein, echt. Hallo. Bitte mach. Würdest du dann wenigstens du? Der wird wieder. Lol. Dann eben über 5 Hausecken. So. Nein. Das schaut ja schon mal nicht so schlecht aus. Dann hätte ich hier noch eine Ecke machen müssen, ne? Also, warte. So, du musst hier weg. Die hätte weg müssen. Und dafür... So langsam komme ich ja dahinter, aber da ist viel Arbeit noch dahinter. Also da ist wirklich, wirklich viel zu machen. Dann hätte ich das hier einfach so machen müssen. So. Da, du Kackstuhl. Nein, der Stuhl muss weg. So. Jetzt. So. So. Ah. Ach, ich Idiot. Schon wieder mit... Wieso will ich immer das gesamte Ding da haben? Oder warte... Nein, mit dem hilft es ja nichts. Oder doch? Na, oder? Du musst drauf. Da braucht man dich. Und ganz unten dich. Jetzt. Und hier. Da braucht man noch die normale Wand.
Na, die normale. Die hier. Aha. Dann macht das auch wieder verkehrt. Und dann, richtig? Oder wie? Das ist auch ärgerlich. Ich glaube, da hätte ich auch müssen. Ach, ist das bitter. Das alles nochmal weg. Ach, das ist echt kacke. Nane, du. So. Dann muss hier. Es ist echt doof. Also bis du da mal drauf kommst, wie was sein soll. Es ist halt echt. Puh. Komm, Klipsel. Mach Klips, bitte. Hallo. Billiges Klumpert. Wieso willst denn du jetzt nicht, du Kerl? Jetzt. Jetzt wieder die Decke. Ich glaube die. So. Haben wir es jetzt. Und hier können wir eigentlich, also sagen wir so, es müsste gehen. Nein, nicht du. Dass wir die doppelte nehmen. Die hier. Für innen. So. Ich kann nicht weiter raus. Schädlich gesagt? Nein. Ja, ja. So. Jawohl. Jetzt haben wir es hinbekommen. Der Raum ist schon fast fertig. Ja, so geht das. Okay, ja, das muss man halt wissen. Was macht denn mal so komische Klickgeräusche? So klappt das. Na fein. Boah, da haben wir echt zu tun. Wenn du die ganzen Wände doppelt machen musst, das ist halt schon... Puh. Also das ist richtig Arbeit. Arbeit. Verdammt, der Part ist auch zu Ende. Aber im nächsten machen wir jetzt echt mal was anderes. Ich lasse die Vault einfach so stehen, wie sie jetzt momentan ist. Wir haben eigentlich eh die Mauern stehen. Und den Rest, den muss ich mir jetzt dann anschauen. Das, also mit der Zeit einmal. Vielleicht baue ich auch mal weiter, wenn sie nicht zuschaut. Außer ihr steht unbedingt drauf und wollt das weiter mitverfolgen. Kann ja auch sein. Dann habe ich nichts gesagt, dann werden wir weiterbauen. Ja, also wie gesagt, ihr könnt mir da liebend gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr hier ja, das Theater mit mir hier und dem Bauen euch weiter antun wollt. Huch, können wir das sehr gerne machen. Stimmt, da fehlt noch was. Ansonsten, wenn ihr schon die Nase voll habt, was ja auch verständlich ist, und auf keinen Fall schlimm wäre oder so, könnten wir dann auch, wie gesagt, was anderes machen. Das überlasse ich euch am besten. So. Irgendwie ist das Wind schief, schau mal. Als würde da jetzt irgendwas fehlen. Hä? Warum ist denn da jetzt eine Kluft dazwischen? Ey, ich probiere mal mit Verkleidung. Das will ich noch schnell testen. Das bringt ja nichts, die Verkleidung. Viele schöne Krisen in Vault 88. Das kann man, glaube ich, mittlerweile schon so nennen. Ach du liebe Zeit, ich habe gerade keine Ahnung, warum da gerade so eine Kluft ist. Jetzt passt sie. Puh, nochmal Glück gehabt. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns beim... Oder besser gesagt, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!